Ja, es freut mich, dass wir heute da in Mönchhof sind. Ich bin jetzt das 10. Jahr da Pfarrer, der Pfarrer sein da in dieser Ortschaft, einer der Stiftspfarrer des Stiftes. Ja, wir feiern heute 800 Jahre des Bestehens. Es war damals 1217, wo König Andreas II., der Vater von der heiligen Elisabeth, eben genau diesen Landstrich hier auch den Zisterziensern von Heiligenkreuz übergeben hat. Und seitdem sind die Zisterzienser eben hier, um die große Landwirtschaft noch auch draußen am Edmundshof. Ja, und betreuen auch die Pfarrgemeinde da mit ungefähr 2200 Seelen. Ja, und wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam auch mit dem Herrn Abt dankbar auf 800 Jahre unseres Bestehens zurückschauen dürfen. Dass sich aus Mönchhof eigentlich eine sehr lebendige Pfarrgemeinde entwickelt hat, auch eine lebendige Gemeinde ist, ja, ein gutes Einvernehmen auch mit der politischen Gemeinde hier im Ort ist und dass wir gemeinsam versuchen, in die Zukunft zu gehen und diesen Ort weiterhin zu prägen und mitzugestalten. Hier in Mönchhof wirken die Zisterzienser schon seit 800 Jahren. Und es ist ein schönes Zeichen, dass hier eben die Stiftspfarre mit der Landwirtschaft und mit dem Weinbau hier gewachsen ist, den die Zisterzienser ja hier eingeführt haben. Und dass wir wirklich eben auch als Seelsorger hier sein dürfen, wie in den anderen über 20 Pfarren, die wir mittlerweile schon betreuen. Was ich aber auch sagen möchte, dass hier ja nicht nur wir als Zisterzienser sind, sondern auch schon seit 1955 die Zisterzienserinnen, die damals Abt Karl Braunsdorfer hierher geholt hat von Seligenthal in Landshut. Und sie sind doch wirklich ein Zeichen auch des Segens. Sie haben hier vor vielen Jahren das Kurhaus, ein Kneipp-Kurhaus gegründet. Und wir versuchen dieses auch immer wieder neu auf den Stand zu halten, damit viele Menschen Erholung finden an Leib und Seele. Ich freue mich, dass so viele Mönchhofer und viele Kurgäste unserer Einladung hier nach Marienkron gefolgt sind und wir nach diesem wirklich wunderschönen Gottesdienst hier weiter feiern können. Mit guter Suppe von Pater Markus gekocht. Wahrscheinlich vor 100 Jahren Hilfe gegeben. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sicherlich. Danke an den Pater Markus. Und dass die Musik spielt und wir einfach miteinander ins Gespräch kommen und feiern. Und zurzeit laufen jetzt auch Führungen durch unser Kloster, was ziemlich viel schon renoviert wurde. Und das freut uns einfach, dass wir das auch zeigen können, weil aus eigener Hand hätten wir das nicht gekonnt. Und darum ist es auch schön, jetzt Danke zu sagen und auch zu zeigen, was schon gelungen ist. Danke.